tutto all'improvviso. Wir wollen in den äußersten Südosten Italiens, auf die Halbinsel Salento. Vom Flughafen Berlin-Brandenburg aus kann man einige Kosten sparen, wenn man keinen Direktflug nach Bari wählt. Mit einem Zwischenstopp in Bergamo vertreiben wir uns die lange Wartezeit im angrenzenden Oreo Center am Flughafen. Mit mehr als 200 Geschäften auf 2 Etagen ist dort für jeden etwas dabei. Weiter geht's von Norditalien in den Süden. Ein deutlicher Temperaturunterschied ist sofort zu spüren. Ich gehe zurück. Zu heiß. Mit einem gemieteten Auto verbringen wir die erste Nacht noch an der Küste Apuliens, in der Nähe der Familie. Die Hafenstadt Trani ist vor allem in den Sommermonaten ein Touristenmagnet. In einer kleinen Gasse am Hafen lassen wir den Abend ruhig ausklingen. In lokaler Atmosphäre ist die Pizzeria Antiche Arcate eine sehr gute Wahl. In Italien legt man viel Wert auf gutes Essen. Bei all den köstlichen Speisen, die die italienische Küche zu bieten hat, fällt es einem schwer, sich auf ein Gericht festzulegen. Da es im Hochsommer zur Mittagszeit sehr heiß ist, füllen sich die Straßen erst am späten Abend. Jetzt aber ins Bett. Wir wollen fit sein für unser nächstes Reiseziel. Am frühen Morgen machen wir uns zu viert auf nach Gallipoli, übersetzt als die schöne Stadt bezeichnet. Eine Altstadt auf der Halbinsel Salento, die mit zu den ältesten Städten der Region zählt. Sie liegt ungefähr 40 Kilometer von der Provinzhauptstadt Lecce entfernt, direkt am Ionischen Meer in Apulien. Bei den heißen Sommermonaten die perfekte Wahl für eine Abkühlung mit kulturellen Einschüben. Wir entscheiden uns für ein wahres Paradies, Lido Sen, ein Strandabschnitt, der mit allem ausgestattet ist. Entspannung und Spaß bei kristallklarem Meer sind garantiert. Dazu wird man noch kreativ, alle 5 Minuten jedem Strandverkäufer zu erklären, der Armbänder, Kettenbadezeug oder ähnliches verkauft, warum man kein Interesse oder kein Geld hat. Wir hatten wirklich kein Bargeld bei. Mit Kartenlesegeräten sind sie wohl noch nicht ausgestattet. Wäre ja mal eine Investition. Dafür haben wir Mamas italienische Spezialitäten dabei und uns rundherum selbst versorgt. Na gut, ein Aperol Spritz zur Verfügung war erlaubt. Prima do tutto e poi crollo, ma ciò che voglio non mollo. E sono serio se ti dico che ti voglio bene. Mi sento vivo specialmente quando stiamo insieme. Il resto è solo tormento, è come girare a vuoto. E allora cosa c'è? Eine günstige Unterkunft, ungefähr 2 Kilometer vom Strand entfernt,
bietet das Apartment für 4 Personen Stelle di Mare mit kostenfreien WLAN, Klimaanlage und das Wichtigste überhaupt, eine Espressomaschine für Mizio am Morgen. So kann der Tag auf jeden Fall gut starten. Über das ganze Jahr werden in Gallipoli Feste und Traditionen zelebriert, die für Touristen zu einem Erlebnis werden. Bei unserer Ankunft wurden alle Vorbereitungen für Baditi Live getroffen. Das ist eine musikalische Veranstaltung mit zahlreichen italienischen und nationalen Popmusikern, die auf verschiedenen Plätzen Apuliens und der Basilicata stattfindet. Organisiert von der Norba-Gruppe wird es live im Fernsehen übertragen auf Telenorba und Radio Norba TV. Die Altstadt von Gallipoli liegt malerisch auf einer Insel auf einem Kalkfelsen und ist über eine Brücke aus dem 19. Jahrhundert vom Festland aus erreichbar. Casa un po' piccola, sembra fatta per te. Per te. È diventata la nostra da quando è appiccicato tutti i momenti che hai passato con me sopra il frigorifero. C'è la mia faccia e mi fa ridere che sono da tutte le parti. Girando gli angoli di questo mondo non posso trovarmi in un luogo migliore se non tra le tue braccia. In mezzo a tutte le luci, noi siamo gli unici. Con le tapparelle chiuse e non l'ho detto a nessuno che ho perso la testa, sono un pazzo di te. Volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni, me le ritrovi tu da questa notte. No, no, non voglio stare male, dammi due ali per volare, sei una boccata d'aria. Wir machen uns auf den Weg nach Otranto. Sie wird als eine echte Perle im Salento bezeichnet. Borgo Antico, ein Ort des Friedens. Sein kleiner moderner Hafen neben massiven alten Steinbefestigungen fügt eine Lebendigkeit hinzu, die eine hervorragende Auswahl an Geschäften, Restaurants und Souvenirläden ergänzt. Das charmante historische Zentrum wurde 2010 als UNESCO-Botschafter des Friedens anerkannt. Im Innern der Altstadt schlendert man durch enge Gassen. Ciao, Deutsch. Deutschland. Zum Abschluss machen wir noch einen Abstecher ins Restaurant Miamare. Mit wunderbarem Ausblick genießen wir die regionalen typisch italienischen Speisen. E un casco integralo, mamma mamma, o se ti tocca ti stavi preoccupando. Tranquilla mamma, son con lei che sta shakerando, shakerando, shakerando. Poto sta se non c'è sta shakerando.
nächsten Tag machen wir uns auf den Weg in die Badeortschaft Torre Lapillo, die gleichzeitig zur Gemeinde Porto Cesareo gehört. Ein Strand mit feinem Sand und glasklarem Wasser. Die Ortschaft ist mit allen Dienstleistungen ganz und gar auf Touristen ausgerichtet. Die Strände gehören mit zu den bekanntesten des Ionischen Meeres. Nach einer neuen Frisur besuchen wir die am Strand gelegene Sahir Trattoria Beach Bar. Eine ideale Lage, um den Magen zu füllen. Markant vor allem das schöne Ambiente mit den alten Stühlen und Bänken. Wir verlassen Salento, den Absatz des italienischen Stiefels, und fahren in die Hauptstadt der Region Apuliens, nach Bari. Der eigentliche Grund, nach fast 3 Jahren Wartezeit, ein Konzert von dem italienischen Songwriter Ultimo im Stadio San Nicola. Ein junger Popsänger, der durch seinen Sieg in der Newcomer-Kategorie des Sanremo Festivals 2018 bekannt wurde. Auch wenn ich als Deutsche nur ein wenig der italienischen Sprache verstehe, kannte ich jeden Song. Hier lohnt es sich wirklich, jeden Song mal zu übersetzen, da er mit Poesie, Ehrlichkeit und viel Leidenschaft geschrieben wurde. Die schönen Melodien geben ihren Rest dazu. Unseren letzten Tag verbringen wir in Trani am Martinelle Beach. Ein Lido, das sich auf einem System von Terrassen mit Blick auf das Meer befindet. Der Meeresboden ist eher niedrig, sodass auch die Kleinen die Möglichkeit haben, sicher zu schwimmen. Mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen bei den heißen Temperaturen ein schöner Abschluss für unsere Reise. Es
si dividono le strade. In fondo cosa vuoi che sia? Ancora io e te.